Und damit einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem, keine Ahnung, was wird das, 36-Stunden-Biwak? Kann sein, dass wir uns maßlos überschätzt haben. Was meinst du, wie viel Kilo trägst du? 20? Ich glaube, 20 Kilo habe ich schon da liegen. Ich war ja heute Morgen schon mal da. Ich habe meinen wunderschönen 100 Kilo Rucksack. 100 Kilo, wenn man voll Wasser füllt. 100 Liter Rucksack. Neu dabei. Das ist Robin seins. Und eventuell ist das schwerer, als wir dachten. Also, 36 Stunden Biwak mit einer kleinen Mission. Ich sag mal, wir haben was Nettes dabei. Und das sagen wir euch später. Und so ein bisschen auf Camping heute. Also wir haben sehr viel für gute Laune dabei und das bereuen wir gerade. Da geht's weiter. Jetzt kommt die richtige Herausforderung. Das ist der Part, den ich Robby verschwiegen habe. Hier geht's runter und hier wird's nass. Ach du Scheiße. Schön im Dackelmarsch. Traue ich dem Scheißbrett? Das lag beim letzten Mal noch nicht hier. Okay. Am Rinsal. Oh Gott, ach du Scheiße. Ist ein bisschen nass hier. Robby Schuhe. Mochi. Mit 20 Kilo mehr ist das gleich eine ganz andere Nummer hier. Hui. Wie viel Kilo kann die Brücke ab? Ah. Guck mal, da wären schon mal Bänke, aber das ist nicht das, wo wir hinwollen. Da sind Bänke, da könnte man sich hinsetzen. Aber wir wollen da hinten, da wo die drei Bäume stehen, hin. Das Ziel. Und jetzt nur noch darüber und hoch. Scheiße. Weißes T-Shirt, war das eine gute Idee? Ja. Also, wir haben einen schönen Platz hier. Schön mit Bach und so. Der hat auch noch eine Bewandtnis. Sind so fast blickgeschützt. Und hier haben wir noch eine schöne Bank. Also, es war nicht so weit, aber anstrengend. Das ist ganz schön steil, das sieht man so gar nicht, aber... Irgendwo da, irgendwo hinter mir. Nee, da trocknet mein T-Shirt. Da meine Jacke. Da hinten trocknet irgendwo Robby. Und jetzt den ganzen Weg wieder zurück, den Rest holen. Nur die nasse Stelle. Oh Mann. Aber ich muss sagen, dafür sind meine Schuhe relativ trocken. Die eine Stelle, die ich gemerkt habe. Ja, mein, ja gut, meine sind ja bis oben hin geschlossen mit Leder. Bei mir fängt es hier irgendwo an. Die sehen nicht unbedingt wasserdicht aus, oder? Meine schönen Lederschuhchen. Da ist so ein kleiner Lost Place, den erkunden wir nachher nochmal. Da gibt es so ein bisschen altertümliches Gefährt. Du willst hier Wasser aufstauen? Das da. Das da? Ja, da die Waschrinne rein. Ach so. Den Sand holen und da waschen. Aber fließt hier genug Wasser durch, damit wir hier... Das kommt doch von hier, oder? Ja, du musst ja. Das ist einfach den Überlauf graben, oder? Irgendwo bist du hin. Ja, kann man versuchen. Robby hat gerade schon verraten, was wir vorhaben. Es ist nicht schlimm, da steht im Titelbild. Oh. Es ist ja so, Norddeutschland ist für seine zahlreichen Goldvorkommen bekannt. Hier hat irgend so ein Bauer seine private Schwadersammlung hingestellt. Sieht aus wie so ein Ersatzteillager, oder?
so ein bisschen. Uralter Kartoffelroder. Eigentlich ganz geile Technik, ne? Da kann nicht viel dran kaputt gehen. Kartoffeln einfach rausgefächert, übers Förderband nach oben, auf den Anhänger. Da sind Bienenstöcke. Ich glaube, um diese Jahreszeit brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Und falls es zu doll regnet, können wir uns hier auch unterstellen. Da im Wald liegen auch noch so ein paar selbstgebaute Geräte. Uralter Grubber. So, das ist eine selbstgebaute Schleppe. Schön mit Reifen. Das ist so ein Ding, das könnte mein alter Nachbar gebaut haben. Alter, das ist doch keine Quelle, das ist doch einfach nur, weil... Zu viel Wasser. Weil zu viel Wasser, oder? Weil hier sprudelt das Wasser aus dem Boden. Und wir sind hier erhöht. Das geht ja locker einen Meter nach unten. Oh, das ist ein richtiges Loch. Das geht richtig tief runter. Ich habe gar keinen Windpuschel dabei. Sorry, Leute. Also da bin ich gerade versunken. Robby sagt, hier ist trockener. Was ist das? Robby, das ist ja schlimmer als da drüben. So, wir spielen jetzt ein Spielchen. Ich meine, ihr hier am Bildschirm habt eh verloren, weil so gut könnt ihr es gar nicht erkennen. Aber wo ist das Bier? Kann man es von hier aus sehen? Oder? Ich weiß, wo es liegt und ich sehe es nicht. Es kann hier überall sein. Ich bleib mal stehen, sobald ich sehe. Ja? Und dann spielen wir das Spiel weiter. Gleich. Wo ist das Bier? Ich hab doch gesagt, die Bauern riechen das und kommen her. Ich sehe es. Man kann es von hier aus sehen. Ah, ich würde sagen, dieses hellgrüne, unterschiedlich, nicht aus der Natur stammende Ding da hinten. Ja, es ist gut genug geschützt, dass du es von da aus nicht siehst und von da hinten nicht. Ja. Wenn man nicht sucht. Ein Knäuelbier. Ja, okay, das hätte ich vielleicht auch nicht mitschleppen wollen. Noch extra. Ist leichter als mein Rucksack. Ich blende euch übrigens jetzt in diesem Moment mal ein, wo ich ursprünglich hin wollte und wie ich da gescheitert bin beim Erkunden. Mal gucken, wie weit ich komme. Hier ist halt richtig Überschwemmungsgebiet, ne? Scheiß drauf, ich bin schon hier, ne? Ohne Gummistiefel-Attacke geben. Ja, das ist eine scheiß Idee. Robby, was hast du noch mal gedacht, als ich dir gezeigt habe, wo ich hin wollte? Ich habe mir so einiges durch den Kopf. Da meinte ich noch so lautstark, ah scheiße, jetzt bin ich schon mal hier. Ach ja. Wie weit bin ich gekommen? Meter? Ja, ich glaube zwei oder drei. Und dann hattest du eine Erleuchtung oder nasse Füße? Und nee, die waren noch nicht nass, aber hätte nicht mehr viel gefehlt. Also Robby berätschlägt sich noch mit sich selber, wie er sein Camp aufbaut und ich baue jetzt da irgendwo zwischen in meine Hängematte auf. So, während ich zuerst dachte, dass ich ganz schön lang brauche, werkelt Robby immer noch rum und ich könnte mich jetzt schlafen legen. Achso, schlafen kann er auch. Ich habe mich hier in so eine Lunke, das ist so der einzige Baum, wo ich so ein bisschen versteckt bin. Ja, das hier ist nicht besonders schön, aber geht. Sollte funktionieren. Ja. Altbekanntes Setup, da hat sich nicht viel verändert seit dem letzten Mal dran. Tarp, Hängematte, kein Underkilt, Isomatte, Schlafsack. Doch grün anmalen? Freundin sagt nein. Freundin sagt nein. Ja. So, nächster Plan ist Lagerfeuerstelle basteln, also Grubenfeuer in dem Fall. Und uns noch entscheiden, wo wir es alles hinbauen. Feuerholz sammeln, zwischendurch ein Bierchen trinken. Hihi 1, sagt er. Hihi 1. Und dann ist es dunkel. Ich sag mal, die Gefahr wäre so ein bisschen von hier. Von hier ist tatsächlich okay, ich sehe gar nichts. Wenn wir ein bisschen runterlaufen, ist das nicht mehr das, was auffällt. Ich kann es euch gerne mal zeigen.
Hab mich eben umgedreht und fand es ein bisschen lustig. Dann kommt irgendwann dieser Moment, wo unter meinem Camp ein Camp aufblitzt. Ah, hier überall so Wildschweine, das sind doch Wildschweinspuren, oder? Ja. Gefühlt an jedem Baum. So, kleines Update. Hier unser kleines Grubenfeuerchen. Ja, ich habe hier so 4 alte Metallbolzen. Packe ich natürlich hier nach wieder zurück. Wir hinterlassen das natürlich genauso, als ob nichts hier wäre. Und ich habe hier so ein Grillrost dabei. Sag mal, Equipment und so zeige ich euch vielleicht auch noch. Und das Grillrost hier, ne? So. Und was wir zu essen mit haben und was wir kochen, zeigen wir natürlich auch noch. So, ich mache jetzt mal ein kleines Loadout. Dann stelle ich auch Robin gleich mal das Essen vor. Erstmal 2 Wraps. Achso. Hier ist so Gewürze, Taschentücher und so ein Scheiß drin. Und den gibt es noch Tomatenstückchen. Das ist für das, was da hinten noch irgendwo in meinem Topf ist. In meinem Topf, da habe ich noch, jetzt muss ich kurz überlegen, Nudeln, Mais. Und irgendwas ist da noch in der Dose drin. Nudeln, Mais. Willst du mal reingucken? Den mache ich schon mal weiter leer. Genau. GoPro-Akkus. Stirnlampe. Die gute alte Brennpaste. Wir sind wieder bei, wir müssen niemandem was beweisen. Und für einen Notfall sind die sehr gut. So, hier sind noch ein paar Heringe drin von den ganzen Tabs, die ich dabei habe. Mein neues Messer, das kennt ihr noch gar nicht. Bevor ich das auspacke, ne, hier Feuerstahl. Wo wir beim Thema Messer sind. So sieht's aus. Qualität ist, ich sag mal, für den Preis glaube ich ganz gut. Ich weiß gar nicht mal, was das gekostet hat. Das war nicht sehr teuer. Ja, wenn ihr Interesse an sowas habt, Affiliate Links in der Videobeschreibung. So, ich habe Mais. Erdmais. Nudeln. Und was Kleines Grünes. Passt. Ja. Genau. Gewürzgurken. Habe ich irgendwie verpennt, dass ich auch Gewürzgurken da habe. Wenn ihr an irgendwas Interesse habt, was ich hier habe, sowas immer in der Videobeschreibung verlinkt. Genau, eine Powerbank mit 2 20.000er. Ein paar Batterien, weil eigentlich habe ich noch so Campinglaternen. So, Ladekabel für Powerbank. Ladekabel für Powerbank. Das Victorinox Multitool, was ich von meinem Vater geschenkt bekommen habe. Uraltes Eisenschwein, sau schwer, keine Ahnung, ob es kaputt geht. Ich finde, das sieht auch noch nicht so ramponiert aus, aber man sieht, dass es gebraucht ist. So, jetzt kommen wir mal zum interessanten Essen, oder? Also, einmal hier schön Putenbrust müsste das sein. Putensteaks mit Honig, Bärlauchmarinade. Brot, Wasser, ich habe insgesamt 4 Liter dabei. Wie viel hast du dabei? 1, 2, 3,5. Bier. Aha. Bier. So könnte ich mit einem zweiten Rucksack weitermachen. Das endet auch nicht anders. Dann habe ich hier noch Schinken, was man denn ins Brot rein macht oder vielleicht in die Nudeln oder so. Habe ich hier noch was Interessantes drin? Ne, der ist so. Achso. Klappspaten. Wo wir dabei sind, willst du mal die Goldwasch? Goldwasch? Rinde holen? Achso, mein. Goldwasch. Neben dein Zelt. Mein Messer, das alte. Socken. Ich habe noch T-Shirt und so dabei. Und hier habe ich so ein kleines improvisiertes Erste-Hilfe-Kit. So,
Da ist jetzt nicht krass was drin. Einfach nur so ein bisschen Kleinkram, was man so bräuchte. Und ein bisschen Gaffer. Willst du mal aufmachen? Genau, ganz viel Kleinkram. Da werde ich jetzt aber nicht im Einzelnen drauf eingehen, aber alles, was man so fürs Goldsuchen braucht. Ja, es passt genau. Susanne wehrt sich. Susanne wehrt sich. Unsere Goldwaschrinne. Also meine. Robby muss sie noch abbezahlen. Mit den 15%, die seine Freundin vorher fordert. Ja, dann sind hier noch ein paar Goldwaschpfannen und sowas. Und ja, haben wir Gummistiefel und so dabei. Das ist alles ein bisschen uninteressant. Hast du noch irgendwas Besonderes dabei? Jetzt ist was Besonderes dabei. Ja. Alter. Nee, Jack Daniels. Jack Daniels Cola-Dose. Okay, Jack Daniels Cola, ja. Gut. Also ich bin jetzt ungefähr bei diesem Niveau. Wow. Ist ein bisschen matschig hier, aber wir erkunden noch ein bisschen. Wir haben gerade einen Stau. Ach du Scheiße! Okay. Bis hier. Also wir haben gerade einen Staudamm angelegt und festgestellt, das ist eigentlich gar nicht so kacke. Es reicht nur nicht. Also ungefähr sowas wollen wir da hinten auch haben. Nur nicht so groß. Meine allererste Idee, als ich hier mal erkundet habe, links kommt gleich so eine Sandkuhle, ob man da nicht sein Camp aufbauen könnte. Also da dachte ich, dass so, da können wir reingehen. Da habe ich diesen Platz mit der Bank entdeckt. Ja, hier wäre eigentlich auch gut, aber... Wilde, sehr wilde Konstruktion. Ich muss leider zugeben, das ist immer noch nicht genug. Noch lange nicht. Zieh mal raus. Der Durchgang ist so klein. Nur weil etwas besser wird, heißt es nicht. Oh Gott. Vielleicht. Ich habe jetzt im Glück noch ein paar Socken an dabei. Oh, schön. Ja, maximaler Erfolg, würde ich sagen. Ich bin untergegangen. Da hinten ist aber Kies. Das stimmt uns hoffnungsvoll. Jetzt müssen wir nur noch in die Waschanlage, die Waschstraße da irgendwie hinplatzieren. Und da sind wir aktuell noch so ein bisschen ratlos. Alle Ideen, die wir haben, bedeuten irgendwie sehr viel Arbeit. Zu viel. Ach so. Wisst ihr, wer einen Becher vergessen hat? Robin nicht. Also muss ich ihm jetzt einen basteln. Ich habe mir das jetzt irgendwie hier so überlegt und dann mit einem Messer und mal gucken, wo ich ende. Kann man da eigentlich heißen Met reinschütten und Kaffee? Warm. Ein Kunstwerk sondergleichen. Wird mir wahrscheinlich 7-mal die Lippe schneiden, aber sonst... Also nach eingehender Beratung haben wir uns dafür entschieden, dass das mit der Waschrinne gar nicht so einfach wird im Fluss. Es ist ziemlich tief, wie ihr vielleicht an meinen Stiefel gesehen habt. Das war noch nicht die Mitte und wir werden morgen so ein bisschen ein paar Pfannen waschen. Aber da ist schön Kies und so. Ich glaube, wenn wir was finden, denn da. Unser Grubenfeuer ist vorbereitet. Das ist natürlich nicht präpariert. Aber ich habe was ganz Witziges mitgebracht. Wunderkerzen.
Wir versprechen uns sehr viel davon. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt. Aber jetzt richtig schöner orangener Himmel da hinten. Man sieht es nicht, aber es will. Es kommt so langsam. Mal gucken, wenn die Dicken jetzt auch wollen, dann haben wir ein kleines Feuerle. Wie ihr seht, GoPro-technisch ist jetzt, was Licht angeht, Ende. Man sieht so richtig gar nichts mehr. Also ihr auf der GoPro seht so gar nichts, aber das Feuer sieht man. Sieht man auf dem Handy mehr? Ja. Ja, aber auch nicht so richtig. Die paar kleinen Tröpfchen, die jetzt gerade runterkommen, ich meine. Das schafft die GoPro noch. Das schafft die noch. Aber da hinten? Eigentlich geiler Himmel. Ich versuche es für euch mal ein bisschen aufzunehmen. Robby hat gerade was sehr Interessantes gesagt. Wir haben gerade wie dumm nach trockenen Reisigen im Wald gesucht. Und genau vor uns hier ist einfach trockenes Gestrüpp. Also wie Stroh. Ganz viel. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber da sind die beiden Steaks, die wir dabei haben. So, Sonne ist schon aufgegangen. Es ist richtig hell. Was haben wir? 9 Uhr? 8 Uhr? 8. Wir bauen jetzt zumindest mal unsere Schlafplätze ab. Und währenddessen köchelt also das Wasser so vor sich her. Hiermit verabschiede ich mich. Nudeln mit passionierten Tomaten, bisschen Tomatenstückchen auch noch. Mais. Den Schinken haben wir vergessen. Und dann sind da noch hier. Wie heißen die denn? Ja, angelegte Gurken, oder? Cornichons. Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was wir groß angekündigt haben und nicht getan haben. Vielleicht beim nächsten Mal. Bis dann, danke und ciao.